Yo, servus Jungs und Mädels, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder Neuigkeiten von Expensive Worlds. Und zwar ist vor ein paar Stunden ein Video plötzlich aufgetaucht. Nicht auf YouTube, sondern auf Twitter. Und wir sehen hier an dem Standbild schon, dass wir hier auf jeden Fall ein neues Scope haben. Also das ist sehr, 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 sehr groß. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass das hier ein altes ist. Ich lasse mal ganz kurz laufen. Jungs und Mädels, ich glaube, das hier ist auf jeden Fall ein Nachtsichtvisier. Wir haben ja damals dieses Grüne bekommen, wo ich tatsächlich jetzt nicht so krass fühle. Ich habe damals auch meinen Rotash-Grind damit gemacht gehabt auf Teavahoa. Da waren die Zeiten noch ein bisschen anders. Und ich muss sagen, dieses Blaue, das tut in meinen Augen nicht so weh. Also es ist sehr, sehr cool. Auch hier im Insgesamten dieses Absehen hier mit dem Kreis und diese drei Striche erinnert mich sehr, sehr eine Call of Duty Zeit, sehr, sehr weit hinten jetzt, Call of Duty 2, da gab es noch so einen Sniper. Aber dieses Absehen und auch hier jetzt von diesem blauen Effekt, was es viel angenehmer macht für die Augen, finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und wir können ja auch mal ganz kurz nochmal zurückspulen. Man sieht, dass wir eben einen Zoom haben. Man hat es gesehen, zweimal reingezoomt. Das geht nämlich mit dem alten Nachtsichtvisier, sage ich jetzt mal, geht das gar nicht. Also du kannst überhaupt nicht reinzoomen, was es natürlich ein bisschen dumm macht. Okay, Jungs und Mädels, ich hebe meine Hände. Es gibt doch einen Zoom. Allerdings sehen wir hier, es ist einfach nur der Standardvisier plus halt mal 20. Ich hoffe allerdings, dass das neue Visier, ich weiß, ihr habt jetzt gerade viel weniger Licht, dass das neue Visier eben hier wie das Hyperion Visier ist. Und zwar hier das 4,8er mal 42. Das wäre so ein Träumchen, sage ich. Das würde auch komplett schon reichen, finde ich. Aber es hat ja doch einen Zoom. Das tut mir an der Stelle leid. Hier steht ja nochmal, take aim at the next week for something new. Das bedeutet, wir kriegen auf jeden Fall wahrscheinlich nächste Woche schon Neuigkeiten. Hier steht es auch nochmal dran, join the conversation on Discord. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe so, so sehr, dass das hier nicht das Einzige ist. Ich kann mir tatsächlich auch irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann es mir vorstellen, dass das mit dem Waffenpaket, mit dem Waffen-DLC dazu kommt. Oder es kommt irgendwie einzeln mit rein. Schreibt mal ganz gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Auf jeden Fall hoffe ich nicht, dass das hier das Einzigste ist. Aber insgesamt, ja, ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall besser als das Grüne, was wir bisher hatten. Dann kommen wir tatsächlich jetzt auch zu den drei Waffen, wo ich mir auch tatsächlich vorstellen könnte, dass wir eben hier die Visiere bekommen. Was ich aber irgendwie auch irgendwie nicht feiern würde, weil ich glaube, das dauert noch ein Stückchen. Aber hier als allererste Waffe, nicht wundern, die ist weiß, die ist jetzt hier so in der Art im Make-off. Auf jeden Fall hier in der Produktion. Denn wir haben am Anfang direkt hier eine 300er Blackout. Ist auf jeden Fall eine perfekte Waffe für Schweine, Hirsche und das Ganze. Alle drei Waffen sind relativ große Kaliber, muss man auch dazu sagen. Dann kommen wir auch hier zur nächsten Waffe und zwar eine 450 Bushmaster. Ich glaube auch, dass die so Hirsche erlegt. Elche, Bären höchstwahrscheinlich und halt das Trübert. Also ich glaube mal so zwischen Klasse 7 und 9 wird die auf jeden Fall alles erlegen können. Ich meine, wir haben schon relativ viele Waffen, die jetzt so in diesem Dreh eigentlich alle erlegen können, aber trotzdem sehr, sehr gespannt. Und zu guter Letzt haben wir hier eine 375er Holland & Holland Magnum. Ja, bin ich mal gespannt. Ist ja auch wieder für Großwild. Ich glaube, die ist ja auch irgendwie bekannt für afrikanisches Großwild. Ich bin mir aber da, ich will nichts Falsches sagen. Falls es falsch ist, bitte verbessert mich in den Kommentaren. Da bin ich aber trotzdem auch wieder gespannt. Also alle drei ziemlich groß. Große Kaliber mit dabei. Könnt ihr mir auch ganz gerne unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu denkt. Auch ganz gerne zu den Visieren. Ich hoffe, wie gesagt, dass es nicht bei einem Visier bleibt, sondern dass wir eben mehrere Visiere bekommen. Besonders mit mehreren Ansehen. Also diese, ich weiß gar nicht, wie ich euch das beschreiben soll. Wenn ihr jetzt im Scope seid, dass es da eben andere Designs gibt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Marci, reingehauen. Oh.